Busan ist die zweitgrößte Stadt in Südkorea. Sie liegt am Meer und besitzt einen Hafen, der für den Handel im Land extrem wichtig ist. Die Folgen des Klimawandels machen aber auch vor der 3-Millionen-Einwohner-Stadt nicht Halt. Der Meeresspiegel bedroht die komplette Infrastruktur Busans. Die Stadt hat allerdings eine Idee. Gemeinsam mit der UN wollen sie eine schwimmende Stadt bauen, die erstmal für 12.000 Einwohner konzipiert ist. Und hier sind auch schon die ersten Bilder. Die Inseln sollen sich komplett selbst mit Strom und Wasser versorgen. Das ganze Projekt soll am Ende 200 Milliarden Dollar kosten. Leben wir bald wohl alle auf dem Meer? Wir halten euch auf dem Laufenden.